Kendrion Kuhnke ist ein Technologieunternehmen, welches letztlich drei Technologien als Kernkompetenzen hat. Die Ventiltechnik, die Magnettechnik und die Steuerungs- und Antriebstechnik. Wir versuchen immer für unsere Kunden, möglichst diese Technologien zu kombinieren und zu einem gesamten System zu bringen. Im Mai diesen Jahres ist Kuhnke dann von der Kendrion-Gruppe übernommen worden und gehört seitdem zum Kendrion-Konzern dazu. Hier sehen wir eine Innovation für den Bereich in der Medizintechnik. Das nennen wir unser Kuhnke Airboard. Das Airboard ist letztlich eine Leiterplatte, die die Luftkanäle beinhaltet. Sie sehen also hier, dass diese Leiterplatte entsprechende Luftkanäle hat und zusammen mit der Ventiltechnik verknüpft wird. In diesem Fall ganz konkret haben wir für den Bereich in der Analysetechnik eine kleine Baugruppe entworfen, bei der entsprechend Druck auf die Platine gegeben wird, der Druck in der Platine direkt gemessen wird und der Druck dann geregelt wird. Über unterschiedlichste Ventile wird das Ganze dann nach draußen geleitet. Die Herausforderung war hier, sehr geringe Durchflüsse zu erzielen. Wir haben hier Durchflüsse von 10 Milliliter vielleicht. Das ist also weniger als eine übliche Leckage. Und wir haben hier noch eine kleine Blende drin. Und diese Blende ist so klein von den Durchmessern, dass da nicht mal ein Haar durchpassen würde. Das alles zusammen liefern wir jetzt so unserem Kunden. Das kann er Plug and Play einsetzen und das ist eine fertige Gesamtlösung. Ebenfalls für diesen Bereich haben wir eine andere Baugruppe entwickelt. Diese Baugruppe mischt unterschiedliche Gase zu einem idealen Brenngas. Auch hier steckt wieder Kendrion-Kuhnke-Technologie drin, und zwar komplett. Die Ventile, die wir hier verwendet haben, sind komplett aus eigener Fertigung. Wir haben diese Ventile selber entwickelt. Wir haben auch die Leiterplattentechnologie bei uns im Haus. Wir haben die Hardwareentwicklung und Softwareentwicklung gemacht. Und letztlich liefern wir auch hier unserem Kunden eine komplette Baugruppe. Das Besondere in diesem Fall ist, dass wirklich sehr genau die Dosierung und die Mischung stattfinden muss, denn sonst kann kein ideales Brenngas erzeugt werden. In diesem Fall wird Lachgas oder Luft entsprechend mit Benzin vermischt und das Ganze soll ein ideales Brenngas geben. Das ist besonders wichtig dafür, weil wir eine Flamme exakt ansteuern sollen und diese Flamme verbrennt eine Probe und dafür ist eine ganz präzise Dosierung notwendig. Hier haben wir für die Dentaltechnik eine Baugruppe, die sich dadurch auszeichnet, dass sie eine Massagefunktion in einer Dentaleinheit erfüllt. Dazu werden unterschiedliche Luftkissen aufgeblasen. Diese Baugruppe soll sehr leise sein und letztlich ist es ja ein ganz schönes Gefühl, wenn man selber beim Zahnarzt sitzt und auch ein bisschen Komfortfunktion hat und sich da eher wohlfühlt. Hier sehen wir einen Regler, einen Flow-Regler zum Dosieren des Durchflusses in einer Beatmungsmaschine. Das gibt die Möglichkeit auch manuell den Durchfluss nochmal zu regeln. Grundsätzlich kann man zum Thema Sauerstoff und Beatmungsmaschinen sagen, dass da teilweise sich auch ähnliche Anwendungen finden wie im Bereich der Analysemaschinen. Zum Beispiel diese Einheit zum Mischen von Gasen wird von den Anforderungen her auch in anderen Bereichen ähnlich umgesetzt, beispielsweise in Beatmungsmaschinen. Auch da ist es natürlich wichtig, unterschiedliche Technologien miteinander zu kombinieren und die Ventiltechnik und die Elektronik zusammenzubringen. Und genau das ist das, was wir hier bei uns auch machen. Wir wollen natürlich im Bereich Analysetechnik und auch im Bereich Beatmungstechnik weiter unseren Weg fortsetzen. Wir wollen auch zukünftiger noch stärker kundenspezifische Systeme entwickeln. Genau das ist unsere Strategie und wir sehen für den Bereich auch gute Chancen. Dementsprechend prüfen wir natürlich auch genau, worein wir noch investieren werden.